befinden uns gerade in Hamburg und wir freuen uns darauf, endlich wieder live zu spielen. Das hier zu meiner Rechten ist Mathieu. Wir haben die Band vor fast 7 Jahren gegründet. Im Internet haben wir dann nach einem Schlagzeuger und Bassisten gesucht und sind dann auf Antonin gestoßen. Er ist vor ein paar Jahren in die Band gekommen. Und der letzte Neuzugang war Marine, unsere Bassistin. Wir haben eine passende Bezeichnung für das gefunden, was wir machen. Und zwar Southern Hard Blues. Es beschreibt die verschiedenen Einflüsse in der Band ziemlich gut. Das reicht von Blues-Rock über Soft-Rock bis zu Hard-Rock. Zwar nicht alles dazwischen, aber definitiv Southern-Rock. Also kurz gesagt, klassische Rockmusik mit Southern-Rock-Einflüssen. Und manchmal auch etwas härter. Ich arbeite hier mit einer Aufnahme von meiner früheren Gesangslehrerin. Wir haben also eine komplette Aufwärmsession für die Stimme zusammen aufgenommen. Ich gehe das dann einmal vom Soundcheck durch. Das dauert so um die 25 Minuten. Und dann noch einmal unmittelbar vor der Show. Besonders heute hilft das, denn wir spielen draußen und bei Kälte wäre es sonst schwieriger, sich warm zu singen. Also versuche ich es, so gut es geht. Stell dich mal vor, man versucht im Tourbus zu schlafen und dann hört man das plötzlich, kurz bevor man hier ankommt. Ich denke, die Leute haben Lust, endlich wieder Live-Shows zu sehen. Und deshalb ist es gerade nicht allzu schwierig, Gigs zu bekommen, denn alle wollen ausgehen. Unsere Musik ist aktuell nicht unbedingt das, was man Mainstream nennen würde. Dennoch sind Rockmusikfans ein ziemlich treues Publikum. Ganz egal, ob wir nun in kleinen Clubs auftreten oder größere Shows spielen, hier in Deutschland kommen mehr und mehr Leute zu unseren Auftritten. Das ist toll und wir können es kaum erwarten, die Leute hier zu sehen. Vor der Pandemie wurden es allmählich mehr und mehr Auftritte und Fans, die uns sehen wollten. Wir haben zwar viele Auftritte, aber man fühlt sich trotzdem um 2 Jahre zurückgeworfen durch die Pandemie. Ich will nichts überstürzen. Ich glaube, wir sind auf einem guten und richtigen Weg. Manchmal sind es noch kleine Läden und dazwischen auch mal größere Festivals. Wir sind an so einem Punkt, wo es mal rauf und runter gehen kann. Ich denke, das ist nun mal ein Teil des Weges. Und wir genießen ihn. Für Jeff Beck waren wir 2018 die Supportband in Norwegen. Das war eine tolle Erfahrung. Mit Band of Friends, also den Musikern von Rory Gallagher, haben wir auch gespielt. Und mit Texas. Aber wir versuchen, die anderen Künstler nicht zu nerven. Mit den meisten habe ich mich nicht mal unterhalten, außer mit Richie Kosen. Ich will ja auch nicht wie ein Fangirl rüberkommen. Außerdem nerve ich grundsätzlich ungern irgendwelche Leute. Ich freue mich einfach, mit denen spielen zu können und halte mich ansonsten zurück. Wir haben auch ein paar Kollegen getroffen, die nicht sehr hilfreich dabei waren, dass wir eine gute Show spielen konnten. Das liegt dann aber meist nicht mal an den Künstlern selbst, sondern am Manager, den Ehefrauen und so weiter. Die Künstler sind meist cool, aber manche versuchen, uns schlechter aussehen zu lassen.
Warum sollte man sich gegenseitig im Weg stehen, um erfolgreich zu sein? Es ist doch genug Platz für alle. Und da wäre es doch cooler, respektvoll miteinander umzugehen. So macht es im Endeffekt auch viel mehr Spaß. Wenn man heutzutage versucht, erfolgreich zu werden als Band, kann man sich keine Drogen- und Alkoholexzesse mehr leisten. Ich wäre jedenfalls unfähig, meinen Job zu machen. Und wenn man von der Musik leben möchte, muss man einfach professionell sein. Wir haben trotzdem Spaß. Aber es ist eine gesunde Mischung aus Spaß und Professionalität. Wir versuchen, das hier als Job zu betrachten, auch wenn es natürlich ein Traumjob ist. Es gehört auch einiges an Glück dazu, auf Tour gehen zu können und dafür auch noch Geld zu bekommen. Es wäre also respektlos, sich komplett dicht auf die Bühne zu stellen und nicht richtig spielen zu können. Also, für den Erfolg muss man heutzutage schon ein paar Regeln beachten. Lustig wird's zwischendurch trotzdem. Das hier ist mein Apartment. Es befindet sich nicht weit von Paris entfernt. Aber eben nicht direkt in der City, denn ich mag keinen Stress und zu viele Leute auf einmal. Das hier ist die Vorstadt, also die schlechte Mischung aus Stadt und ländlichen Gegenden. Aber ich fühle mich hier wohl. Ich habe genug Platz für mich, meine Musik und meine Gitarren. Vor einigen Jahren wohnte ich ganz in der Nähe mit meiner Mutter zusammen. Sie meinte aber irgendwann, sie würde umziehen, um es nicht mehr so weit zur Arbeit zu haben. Naja, und obwohl ich immer gesagt habe, ich hasse die Vorstadt, habe ich mich scheinbar daran gewöhnt. Irgendwann kam ich an diesem Haus hier vorbei und dachte mir, hier bleibe ich erstmal. Mit dem Live-Touren läuft es für uns in Frankreich derzeit so, dass wir nicht wochenlang am Stück unterwegs sind, sondern meist nur an den Wochenenden. So war das in den letzten Jahren. Nur wenn wir außerhalb von Frankreich touren, etwa in Deutschland oder Spanien, dann bleiben wir da auch längere Zeit, denn das würde anders keinen Sinn machen. Ich mag die Abwechslung, also einerseits die Live-Shows und dann wieder hier zu sein, wo es eher ruhig ist. Meine Eltern haben sich vor 20 Jahren getrennt, also im Jahr 2000. Sie waren nie selbst Musiker und insgesamt gibt es in meiner Familie auch sonst keine Musiker. Obwohl sie immer große Musikliebhaber waren, haben sie mich nie dazu gedrängt, ein Instrument zu lernen. Gehört haben sie Musik zwar sehr gerne, aber mir haben sie eher andere Hobbys vorgeschlagen. Etwa nach der Schule Tennis zu lernen, in einen Tanz- oder einen Judo-Kurs zu gehen. Das heißt, als Kind war ich eher Sport und weniger Musik interessiert. Aber mein Vater, der aus England stammt, hat mir ständig tolle Songs im Auto vorgespielt, wenn wir zum Beispiel in den Urlaub nach Österreich gefahren sind. Er hat mir Sachen vorgespielt, die mir hängen geblieben sind, etwa die Byrds oder Dire Straits, Johnny Cash, Willie Nelson. Viel Country-Music und Classic-Rock. Kämen beide Elternteile aus Frankreich, hätte ich sicher nicht die gleichen musikalischen Einflüsse durch sie mitbekommen. Das war eine glückliche Fügung für mich. Als ich so um die 13 Jahre alt war, habe ich mich dann mehr und mehr für Musik interessiert. Vermutlich, weil einige Freunde, die ich zu der Zeit in der Schule kennengelernt hatte, viel Rockmusik mit mir hörten. Und einige von ihnen hatten bereits erste Bands. So hat mich Musik allmählich mehr und mehr in ihren Bann gezogen.
Und das Instrument, das es mir am ehesten angetan hat, war die Gitarre. Die Riffs und all das sind natürlich maßgeblich wichtig für Rockmusik, also auf der E-Gitarre. Deshalb habe ich dann mit 14 begonnen, Gitarre zu spielen. Im ersten Jahr klassische Gitarre mit einem Gitarrenlehrer. Ich war auch super motiviert. Der Lehrer sagte zu meiner Mutter damals, es sei wirklich toll, denn die meisten Kinder würden von ihren Eltern gedrängt, klassische Gitarre zu lernen. Und Laura möchte zwar vielleicht nicht ewig bei der klassischen Gitarre bleiben, aber er könnte spüren, dass sie es wirklich ernst meint mit dem Lernen. Er meinte, es fühlt sich gut an, jemanden zu unterrichten, der wirklich motiviert sei und nicht von den Eltern gedrängt würde. Zu den Filmen, die mich motiviert haben, Gitarre zu lernen, gehört einer, von dem ihr wahrscheinlich denkt, das sei ein Witz, aber ich meine das ernst. Den Film habe ich so mit 12, 13 Jahren zweimal im Kino gesehen. Das ist ein Disney-Film. Aber er hat mich wirklich inspiriert, Gitarre zu lernen. Ich dachte nämlich, das ist ja cool, ein Mädchen, das in einer Rockband mitspielt. Damals fand ich das echt super. Und das hat mich sehr motiviert, es auch zu versuchen. Die französische Version von American Idol, also Star Academy, war für mich ein weiterer Grund, mich näher mit Musik zu befassen. Auch wenn ich inzwischen mit dieser Art von Musik nicht mehr viel anfangen kann, habe ich dort vieles zum ersten Mal entdeckt. Damals. Inzwischen bin ich aber voll und ganz auf Rock'n'Roll fokussiert. Ich hätte nicht damit gerechnet, professionelle Musikerin zu werden. Die Vorstellung gefiel mir zwar. Allerdings dachte ich, das wäre sehr unrealistisch. Also allein schon der Versuch, von Musik zu leben, wäre sicher extrem schwierig. Deswegen habe ich das seinerzeit auch erst einmal überhaupt nicht in Betracht gezogen. Stattdessen habe ich ein paar Sachen angefangen zu studieren. Das hat aber alles nicht wirklich funktioniert. Also, da gab es einiges. Unter anderem habe ich ein Studium als Dolmetscherin angefangen, ein Architekturstudium. Aber nichts lief so richtig, denn meine Leidenschaft lag einfach beim Gitarrespielen und ich habe ständig blau gemacht in der Uni. Jeden Morgen habe ich meiner Mutter erzählt, mach dir keine Sorgen, ich gehe jetzt in die Schule. Dann habe ich abgewartet, bis sie zur Arbeit gefahren ist und bin dann wieder nach Hause geschlichen und habe den restlichen Tag Gitarre gespielt. Am Ende eines jeden Schuljahres musste ich meiner Mutter beichten, dass ich die meiste Zeit blau gemacht hatte und deshalb nicht weiterkommen würde. Ich musste einsehen, dass man ausreichend Leidenschaft haben muss, um zum Beispiel Architekt zu werden. Sonst funktioniert das einfach nicht. Also habe ich letztendlich Tontechnik studiert. Das war das Naheliegendste zur Musik. Und zumindest hatte ich so ein Diplom in der Hand für den Fall, dass das mit der Musikkarriere doch nicht klappt. Danach habe ich dann in einem Geschäft für Musikinstrumente nicht weit von hier gejobbt. Und dann traf ich Chris, der mein Manager und Booker wurde. Zum Wohl. Und er war dann auch derjenige, der mir sagte, dass es wahrscheinlich doch eine Chance gäbe, von der Musik zu leben. Er meinte, lass es uns ausprobieren. Er hat dann damit begonnen, ein paar Live-Auftritte für mich zu buchen. Und es wurden allmählich mehr und mehr. 4, 5 Jahre später hat sich alles sehr gut entwickelt. Und wir sind nun auf dem richtigen Weg, was mich sehr freut. Man muss aber dazu sagen, dass Musiker hier in Frankreich das Glück haben, viel Unterstützung von der Regierung zu bekommen. Wenn man talentiert ist und bereits ausreichend Auftritte vorweisen kann, ist es viel leichter, existenziell von Musik zu leben, weil die Regierung Kunst und Musik hier fördert. Oh, einen Moment. Ich bin gerade auf Facebook. Ich manage übrigens tatsächlich meine eigenen Social-Media-Kanäle. Die Leute fragen mich ja manchmal, ob ich diejenige bin, die dort auf Nachrichten antwortet und Beiträge postet. Und ja, das mache ich alles selbst und es macht mir auch Spaß. Ich fände es nicht so cool, wenn andere das für mich machen würden. Ich mache es lieber selbst. Klar, es gibt manchmal auch merkwürdige Leute. Letztens schrieb mal einer, ich habe für dich auf dem letzten Album einen Song geschrieben, du schuldest mir 500 €.
Und ich habe geantwortet, ich kenne dich nicht mal und du hast ganz sicher nicht für mich gearbeitet. Also sowas gibt es eben auch mal zwischendurch, aber 90% der Leute sind nett. Das fühlt sich gut an. Ich habe hier kein großes Equipment rumstehen, aber es reicht, um Dinge auszuprobieren und Demos aufzunehmen, bevor wir dann in größere Studios gehen, um die neuen Songs gemeinsam fertig zu arrangieren. Ich habe hier eine Menge Demos, an denen ich mit der Band arbeiten muss. Daher ist dieses kleine Setup schon ganz praktisch, um sich gegenseitig die Dateien zu schicken, selbst während eines Lockdowns, wenn wir nicht zusammen proben können. Auf dem nächsten Album wird wohl mehr Material von mir kommen. Ich bin ziemlich froh darüber, teilweise wieder normale Shows spielen zu können. Gut, es ist noch nicht komplett so wie vorher. Denn es gibt ja hier und da noch Maskenpflicht. Und manchmal darf das Publikum auch nur sitzen. Wir haben uns inzwischen schon ziemlich daran gewöhnt, dass wir zum Beispiel nur vor Kameras auftreten. Aber es ist auf jeden Fall schwieriger, eine Rockshow ohne Publikum zu spielen. Das Publikum trägt einen ja und es findet ein Austausch an Energie statt. Wenn da so gar keiner steht, muss man sich selbst in Stimmung bringen und sich die nicht vorhandenen Leute irgendwie vorstellen, um die richtige Energie zu erzeugen. Für mich bedeutet das, ich muss mich mehr fokussieren. Rock Palace Crossroads war die allererste Show, die wir ohne Publikum gespielt haben. Auf der Fahrt zur Aufzeichnung hatten wir Sorgen, dass die Show vielleicht nicht stattfinden könnte, denn sehr viele Konzerte wurden gerade gecancelt. Unsere Hoffnung war, trotzdem spielen zu können. Als wir dann in Bonn ankamen, sagte man uns, die Show fände zwar statt, allerdings ohne Publikum. Eigentlich bereite ich mich gerne auf eine Show gut vor. Ich überlege mir, wo ich zum Beispiel Ansagen mache. Wenn nun aber niemand vor dir steht, ändert das natürlich alles. Man versucht sich dann auf die neue Situation einzustellen, denn man kann ja schlecht so Dinge sagen wie, singt jetzt mit mir. Wieso reagiert hier eigentlich niemand? Das kommt wohl daher, dass hier niemand ist. Am Ende hat es aber trotzdem viel Spaß gemacht. Bad luck blues keeps getting in the way. Getting worse and worse every day. Bad luck blues keeps getting in the way. Getting worse and worse every day. Here I am crossing the line. Again you wanted me out. I wanted it all. At the time, it would have never crossed my mind that such a beautiful face could rip your heart to pieces. You wanted me out. I wanted it all. You wanted me out. I wanted it all. 'Cause bad luck blues keeps getting in the way.
myself to stop running from me. I'm still running to you, trapped all along inside what I thought was life. You wanted me out, I wanted it all. You wanted me out, I wanted it all. Bad luck news keeps getting in my way, getting worse and worse every day. Bad luck news keeps getting in my way, getting worse and worse every day. Sind wir im Tempel der Musik in Paris. Das ist einer der letzten Läden, wo man wirklich noch alles findet. Wenn man Rockmusik liebt, sollte man diesen Laden unbedingt kennen. Ich komme hier regelmäßig vorbei, um neue Veröffentlichungen zu finden. Und heute wollte ich euch mal ein bisschen über meine Einflüsse erzählen. Los geht's mit etwas, was mich zwar nicht unbedingt musikalisch beeinflusst hat, aber ich wollte euch das trotzdem zeigen. Denn diese Aufnahme stammt von der allerersten Live-Show, die ich je erlebt habe. Im Alter von 7 Jahren, also 1998, habe ich mit meinem Vater in Paris-Bercy Elton John live gesehen. Offensichtlich hat meine Musik wenig damit zu tun, aber ich liebe Elton John. Und es ist einfach eine tolle Erinnerung, denn es war nun mal das erste Live-Konzert meines Lebens. Wir saßen in der allerletzten Reihe in diesem riesigen Stadion, also sehr weit weg von der Bühne. Und wir hatten deshalb Ferngläser dabei. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er seine Songs aus dem König der Löwen-Soundtrack spielt. Das war im Grunde das Einzige, was mich interessierte damals. Aber alles in allem eine schöne Erinnerung. Das hier ist natürlich ein Klassiker für die meisten und es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich habe die Platte erst vor ein paar Monaten für mich entdeckt. Ich bin eher zufällig darauf gestoßen und seitdem höre ich diese Platte andauernd, vor allem auch während des Lockdowns. Also für mich war das eine Neuentdeckung. Gimme Shelter und You Can't Always Get What You Want sind meine beiden Favoriten auf der Platte. Ich habe vor kurzem außerdem in Südfrankreich eine Rolling Stones Ausstellung namens Unzipped besucht. Die war ziemlich cool. Derzeit bin ich also in meiner großen Stones-Phase. Das klingt jetzt nicht so cool, aber ich besitze nicht mal einen Plattenspieler. Stattdessen kaufe ich immer noch CDs. Wenn ich neue Musik entdecke, besorge ich mir also die CD und ziehe sie mir dann auf meinen MP3-Player. Das mache ich schon seit meiner Zeit als Teenager. Das hier war ein weiteres wichtiges Album für mich. Mein Vater hat die Songs viel im Auto gespielt auf unseren Reisen. Und einer der Gründe, warum ich mich in die Gitarre verliebt habe, ist diese Platte. Ich wurde richtig obsessiv in Bezug auf Mark Knopflers Gitarrenspiel, also seine Technik und seinen Sound. Etwa bei Money for Nothing. In das Intro des Songs habe ich mich damals verliebt und wollte unbedingt diesen Sound und seine Technik auch so hinbekommen. Dieses Album war für mich ein wichtiger Anstoß. That's the way you do it. Money for nothing and your cheeks for free. It's
Wenn ich nur ein Album auf einer einsamen Insel mitnehmen dürfte, wäre es das hier. Das ist mein Lieblingsalbum von Airborne. Das ist pure Energie und Rock'n'Roll. Im Grunde wie AC/DC, aber noch dynamischer. Mir ist die Musik nie langweilig geworden. Ich höre die CD immer noch häufig. Es gibt meiner Meinung nach nicht einen schlechten Song auf der Platte. Ich habe sie mindestens 10-mal live gesehen. Das Publikum ist zwar ein bisschen brutal, man wird öfter mal umgerempelt, aber der Unterschied zwischen deren Live-Shows und denen von AC/DC ist schon ziemlich eindeutig. Airborne spielen nicht nur groovigen Mid-Tempo-Hardrock, sondern es ist da auch einfach noch mehr Dynamik im Spiel. Und das macht es besonders. Neben dem Dire Straits-Album Money for Nothing ist das hier die zweite Platte, die mich zum Gitarrespielen gebracht hat. Meine Obsession galt während meines Abiturs damals also Mark Knopfler und Slash. Slash vor allem für seinen Sound und seine Soli. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, das Solo von Sweet Child of Mine zu lernen. Das hat ziemlich gedauert. Mehrere Monate habe ich die gleichen Noten immer und immer wieder geübt. Also, auch das war für mich ganz entscheidend auf meinem Weg, Gitarristin zu werden. Ich habe wirklich viel von Slash gelernt. Auch wenn es sehr viel Arbeit und Zeit gekostet hat. Wie das bei den Studioaufnahmen zu dem Album lief, weiß ich zwar nicht, aber ich habe mal Live-Aufnahmen gesehen und da waren sie fast nicht in der Lage, vernünftig zu spielen. Aber hey, Rock'n'Roll. Und dem Publikum war es offensichtlich ziemlich egal. Die Frauen? Also, als ich anfing, Gitarre zu spielen, habe ich nur auf die Musik geachtet und nicht, ob eine Frau oder Mann dahinter steckte. Und so hat es sich automatisch ergeben, dass ich mehr Männer gehört habe, weil Rockmusik nun mal größtenteils von Männern bestimmt wird. Das war mir damals auch im Grunde ziemlich egal. Ich sah überhaupt kein Problem darin, Typen wie Slash oder Mark Knopfler als meine Vorbilder zu haben. Aber ich hatte auch Glück. Denn meine Eltern haben nie so etwas gesagt wie, du bist ein Mädchen und kannst deshalb keine E-Gitarre spielen. Das ist ein Jungsding. Such dir lieber was anderes aus. Ich hatte die Freiheit, Gitarre zu lernen. Niemand hat mich davon abgehalten, nur weil ich ein Mädchen bin. Dementsprechend habe ich das auch nie hinterfragt, denn es war ja gar kein Problem für mich. Mittlerweile habe ich aber natürlich mitbekommen, dass es auch Mädchen gibt, die nicht mal versuchen, eine Gitarre in die Hand zu nehmen, weil ihnen die weiblichen Vorbilder einfach fehlen. Und vielleicht wachsen sie zudem in einer Gegend oder einem Land auf, wo sie das Gefühl haben, es wäre unmöglich, so etwas auszuprobieren, weil es das einfach vorher nicht gab. Deshalb ist es umso wichtiger, dass sie andere Frauen sehen, die Gitarre spielen und sogar Frontfrauen in einer Band sein können. Mir wäre lieber, man müsste sich um die Geschlechterrollen keine Gedanken machen, denn so wurde ich ja auch erzogen. Aber leider ist es nicht überall so. Insofern nehme ich das inzwischen ernster. We'll be right back.
Apfelschorle. Ich trinke Bier. Oui. Ich spiele Schlagzeug. Hey, das ist unfair. Er hatte Deutsch in der Schule. Das ist ewig her. Wir sind im Hauptquartier eines berühmten Gitarrenherstellers in Paris. Diese tolle Umgebung dürfen wir gelegentlich für Pressetermine nutzen. Oder wenn ich mir mal eine besondere Gitarre ausleihen möchte, dann ist das auch kein Problem. Als ich damals anfing zu spielen, war ich sehr interessiert an neuer Gitarrentechnik, Effektgeräte, Verstärker. Na, wie wär's? Die glänzt mir zu sehr. Diese passt zu meinem Schlagzeug. Ich hatte am Ende mehr Interesse, neues Equipment zu kaufen, als zu spielen. Das Problem waren möglicherweise meine weiblichen Einkaufsgene, die sich dann auch in Sachen Musik bemerkbar gemacht haben. Also, ich wollte ständig neue Instrumente. Aber mit den Jahren hatte ich dann viel Gelegenheit, alles Mögliche auszuprobieren, auch als ich vor einigen Jahren noch im Instrumentenladen gejobbt habe. Inzwischen bin ich absolut zufrieden mit dem, was ich habe und nicht mehr so ein großer Instrumenten-Nerd. Damals habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, mir alle möglichen Gitarren-Equipment-Videos reinzuziehen. Das mache ich nicht mehr. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Diese Oberfläche gefällt mir sehr. Man sieht, wie diese Art Flammen durchkommen. Und meistens mag ich Gitarren, die nicht besonders teuer sind. Diese hier ist ziemlich günstig, aber ich würde sie gerne spielen. Ich könnte sie gleich mitnehmen. Auf Tour spiele ich seit einer Weile günstige 400-Euro-Gitarren. Die klingen keineswegs schlecht. Und ich muss mir keine Sorgen über die Qualität machen. Sie fühlen sich gut an. Mit der Zeit werden meine Gitarren anscheinend immer günstiger. Ich habe ja die ersten 6 Monate mit klassischer Gitarre begonnen. Aber dann bin ich relativ schnell auf E-Gitarre umgestiegen. Ein Ratschlag für Anfänger wäre meine Lieblingstechnik. Die setze ich andauernd ein. Mir hat sie sehr geholfen, da ich Linkshänder bin, aber trotzdem spiele, als wäre ich Rechtshänder. Meine rechte Hand ist sehr faul und möchte sich nicht so viel bewegen. Das heißt, ich musste eine Methode finden, schnell zu spielen, ohne die Hand zu sehr in Anspruch nehmen zu müssen. So kam ich auf das sogenannte Chicken Picking. Eine Technik für die rechte Hand, die meist bei Country-Music Verwendung findet. Aber sie passt eigentlich für alles ganz gut. Statt einen Akkord so zu spielen, geht's auch so. Und dann kann man auch abwechseln. So muss ich meine Hand nicht mehr so bewegen. Das Plektrum liegt auf der A-Seite und meine Finger auf der D- und G-Seite. Statt so zu spielen, wo die rechte Hand viel mehr tun muss, ist das für mich viel einfacher. Das würde ich dir also empfehlen, wenn du Anfänger bist. Probier es einfach mit Chicken Picking. Vielleicht passt es ja. Bei mir klappt das super. Egal ob Country- oder Rockmusik. Das ist meine Lieblingstechnik. Für mich war es am Anfang ziemlich schwierig, Frontfrau in einer Band zu sein, denn ich bin nicht wirklich der geborene Anführer. Aber so mit den Jahren gewöhnt man sich an die Rolle. Das Problem könnte natürlich sein, dass man als Frau vielleicht nicht so selbstsicher ist, Männern in einem Team zu sagen, wo es lang geht. Das kam wirklich nicht über Nacht. Bei mir hat es Jahre gedauert und ich arbeite immer noch daran. Aber man hat ja keine Wahl, wenn man die Frontfrau einer Band ist. Fire, fire,
Man muss seinen Weg finden, wie man die Band leitet. Am Anfang habe ich noch zu allem Ja und Amen gesagt. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass das so nicht funktioniert und dass man auch Nein sagen können muss. Und das mache ich jetzt. So, that's what I'm doing. Even after the show. Zum Beispiel auch nach den Shows am Merchandising-Stand, wo ich meistens noch eine Weile mit den Fans verbringe. Da gibt es dann eben auch solche, die einen gerne umarmen und küssen wollen. Und damals hätte ich dir gesagt, klar, das ist nun mal mein Job, nett zu den Fans zu sein. Aber das ist natürlich nicht meine Aufgabe, sondern das Musikmachen. Das heißt, wenn ich mich nicht wohlfühle, jemanden zu umarmen und Küsse zu verteilen, dann kann ich inzwischen einfach Nein sagen. Als Frau auf Tour zu gehen, macht Spaß. Und ich finde es auch nicht besonders schwierig. Ich fühle mich gut unterstützt und bin sehr happy mit meinem Team. Wenn es ein Problem gibt, kann ich auf sie zählen. Also in dieser Band läuft es als Typ mit Groupies nicht besonders gut. Was wohl daran liegt, dass zu den Gigs vor allem Männer kommen? Und zwar ältere Männer. Manchmal kommen auch tolle Frauen, aber deshalb sind wir natürlich nicht auf Tour. Die interessieren sich eh alle nur für mich. Als ich damals anfing, Gitarre zu spielen, habe ich sehr viele YouTuber angesehen, die klassische Rock-Solos nachspielten. Das hat mich motiviert, es ebenfalls zu versuchen, denn für mich war es eine Herausforderung. Ich dachte mir, wenn ich es schaffe, diese Solos nachzuspielen, dann bringt das vielleicht auch andere, vor allem auch andere Mädchen dazu, es ebenfalls zu versuchen. Das war jedenfalls der Grund dafür, damit anzufangen. Ich glaube, das war circa 2006. Da müsste ich so um die 15 gewesen sein. I think I was around 15. Like many. Es geht mir wie vielen von euch. Mein Lieblingsgitarrist ist Slash. Ich hatte keinen bestimmten Plan oder eine Strategie. YouTube war gerade noch recht neu und die Reaktionen waren wirklich sehr positiv. Es hat mich sehr gefreut, um die 200.000 Views zu bekommen. Und dann wurden es schnell immer mehr. Das ist vielleicht der Grund, dass ich nun da bin, wo ich bin. Deshalb hat es wohl funktioniert. Denn damals gab es noch nicht so viele Leute, die genau das gemacht haben. There weren't so many people on this thing, like covering classic rock solos. Then mein zweitliebster Gitarrist ist Mark Knopfler. Ich dachte mir, zusätzlich auch noch was bei Instagram zu posten. Das wäre mir zu viel. Aber im Endeffekt habe ich dort seit 2014 auch ein Profil. Tanzen ist allerdings nicht mein Ding. Deshalb halte ich mich von TikTok lieber fern. Dieses Instagram-Influencer-Ding, das ist nichts, womit ich selbst viel anfangen könnte. Aber für meine Zwecke, um dort meine Musik und meine Band zu promoten und all das, was mit meiner Musik zu tun hat, dafür ist Instagram gut. That's about my music. I think Instagram is good. Being a woman in a rock band. Es ist schon traurig, aber als Frau in einer Rockband muss man doppelt so hart arbeiten, um akzeptiert zu werden und das Gefühl zu bekommen, dass man es verdient hat, da zu sein, wo man ist. Deshalb arbeite ich hart. So, yes, mal sehen, wie es weitergeht. And we'll see. Da
Das hier ist meine Lieblingsbar in Paris. Hier treffe ich mich gerne mit meinen Freunden auf das ein oder andere Bier. Kevin ist einer meiner besten Freunde. Wir haben uns 2014 kennengelernt, als wir beide im gleichen Klamottenladen gearbeitet haben. Ich bin auch Gitarrist und Sänger. Laura ist eine echte Inspiration, denn sie ist ja sehr erfolgreich mit dem, was sie macht. She is very successful. Und ich fühle mich sogar etwas eingeschüchtert, wenn ich vor ihr mal was spielen soll. Wir sind nämlich nicht auf dem gleichen Level. Sie ist so viel besser als die meisten Typen, die ich kenne, inklusive mir selbst. Das Geschlecht spielt doch wirklich keine Rolle. Wenn man rockt, dann ist doch egal, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Da sollte es wirklich keinen Unterschied geben. Wäre schön, wenn es so wäre, aber leider ist es nicht so. Die Musik und Live-Shows reichen mir völlig, um mich fit zu halten. Mein Sport ist eigentlich Verstärkerschleppen. Einladen und ausladen. Wir haben es mal mit Yoga probiert. Gemeinsam mit ein paar anderen Freunden nach einer Junggesellenabschiedsparty. Das war lustig. Aber wir hatten ein bisschen zu viel getrunken und am nächsten Morgen ging es mir nicht besonders. Deshalb konnte ich bestimmte Bewegungen nicht ausführen und musste die Yogastunde vorzeitig beenden. Ich würde das aber gerne noch mal versuchen. Wollt ihr ein paar Beweisfotos sehen? Hey, wie geht's euch? Alles bestens. Bereit für unser großes Projekt? Na klar. Das hier sind Tom und Buck. Wir haben uns bei einer meiner Shows in der Nähe meiner Heimatstadt getroffen. Wir hatten einen YouTube-Kanal, wo wir öfter mal Bands interviewt haben. So kamen wir in Kontakt mit Laura. That's how we met Laura, actually. Einige Monate später habe ich den beiden von meiner Idee erzählt, ein Laura Cox Signature Beer an unserem Merchandise-Stand bei unseren Konzerten anzubieten. Deshalb bin ich heute hier, zu einer kleinen Bierprobe, um herauszufinden, welcher Biergeschmack als Basis für mein eigenes Bier passen könnte. Das letzte Mal, als wir sprachen, meintest du, du magst gerne Amberbier. Ja, genau. Dann lass uns doch erstmal das hier probieren. Ich denke, das ist mein Favorit. Denn Amberbier mag ich wirklich besonders gerne. Das wäre dann wahrscheinlich eine gute Basis, deine Persönlichkeit damit zu unterstreichen. Ich habe zwar jetzt nicht wirklich so Ahnung von Bier, aber das passt schon zu mir. Rock'n'Roll eben. Ich habe eine Rockband und trinke vor der Show natürlich keinen Wein oder Champagner. Ich mag Bier. Es ist das passende Getränk zur Rockmusik. Es schmeckt insgesamt etwas weicher. Das merkt man direkt, wenn man es im Mund hat. Und es schmeckt etwas fruchtiger. Das kommt von der Hefe und nicht durch den Hopfen. Es hat auch eine schöne Färbung, die ziemlich ins Rötliche geht. Ja, die Farbe sieht toll aus. Und ich bin mir sicher, das wird's werden. Es ist auch nicht sonderlich viel Zucker da drin. Man kann also eine Menge davon trinken. Ich würde sagen, es schmeckt nicht langweilig. Obwohl ich Bier liebe, habe ich keine Ahnung, wie das hier alles funktioniert. Aber die beiden werden mir das jetzt mal kurz erklären. Los geht's mit diesem Tank hier. Dieser hier? Genau. Da kommt 65 Grad warmes Wasser rein. Und das zieht dann den Zucker aus dem Malz. Diese Flüssigkeit mit dem Zucker kommt dann in den zweiten Kessel da hinten. Und dort fügt man dann den Hopfen hinzu. Hopfen erzeugt den bitteren Geschmack und das Aroma. Es gibt viele verschiedene Hopfensorten, die ganz unterschiedliche Aromen erzeugen, von fruchtig bis herb. Wenn man damit durch ist, ist das Bier auch schon fast fertig. Es muss dann nur noch in den Fermentationskessel, damit es schnell abkühlen kann. Und da entstehen diese prickelnden Blasen? Möchtest du das mal kurz erläutern? Ja, also da wir den Kessel auf 20 Grad bringen müssen, verwandelt die Hefe den Zucker dabei in Alkohol.
So entstehen eben auch diese Blasen. Okay. Und ihr könnt den Anteil der Blasen dabei bestimmen? Wenn wir zum Beispiel die Tür des Kessels schließen, bleiben automatisch mehr Luftblasen in der Flüssigkeit. Zwei Wochen später kommt dann der nervigste Teil an der ganzen Sache. Wir müssen das Bier in Flaschen abfüllen. Und es trinken. Ja, das dauert dann noch etwas, aber dann kommt der beste Teil, das Trinken. Wir arbeiten mit verschiedenen Rockbands, weil wir viele Freunde in der Musikszene haben. Meistens eher kleinere Bands, aber es macht großen Spaß, mit denen kreativ zusammenzuarbeiten, ihre Identität mit dem Bier zu verbinden. Es dauert einen Tag, uns mit den Künstlern abzustimmen, einen weiteren Tag für die Recherche und einen, um das Bier zu brauen. Und dann muss man nur noch einen Monat warten. So lange dauert es, bis 15.000 Flaschen abgefüllt sind. Denn wir sind ja nur zu zweit. Also, wenn ihr mit uns zusammenarbeiten wollt, schickt uns eine E-Mail. Heutzutage sind solche Brauereien wie unsere in Frankreich nichts Ungewöhnliches. Es gibt die ganz großen, aber auch eben sehr kleine. Wir gehören eher zu den kleineren, aber sind nicht die kleinsten, die es gibt. Am Ende werden wir sicher nicht reich damit. Aber ich denke, wir verdienen alle ein bisschen dabei. Das Bier wird Ale Fire heißen. Klingt wie Hellfire, aber geschrieben wird es A-L-E Fire. Das Label wird so eine Art Mad Max-Design haben, ein wenig apokalyptisch. Man sieht mich da, auf einer Gitarre sitzend, wie auf einem Hexenbesen mit einem Helm auf dem Kopf. Ich glaube, es ist eine gute Sache, sowas mal auszuprobieren. Und auch mal was anderes als das, was man sonst so am Merchandising-Stand findet. Ich wollte das unbedingt mal probieren. Wir sind hier in den ICP-Studios. Hier ist mein aktuelles Album entstanden. Und das nächste nehme ich auch wieder hier auf. Man fühlt sich hier sehr zu Hause. Die Studios sind wirklich schön und viel tolles Equipment gibt es auch.
wie man hier sehen kann. Guck dich nur mal auf den Fluren hier um, wie viele Platten hier schon entstanden sind. Viele französische und belgische Künstler haben hier aufgenommen. Aber auch Bands wie Royal Blood aus England. Für unser letztes Album waren wir hier im schönsten Studio mit einem sehr freundlichen Tontechniker. Wir starten nochmal von vorne mit dem Song. Also, los geht's. Okay, c'est parti. Erwin ist der Beste, so wie ich, professionell, aber immer freundlich. Wir erfinden das Rad nicht neu mit unserer Musik, denn es gab ja alles schon mal vorher. Aber allein die Tatsache, dass wir als französische Rockband amerikanische Musik machen, ist auch schon was Besonderes. All die unterschiedlichen Einflüsse, die wir haben, von klassischer Rockmusik über Southern bis zu Country Rock, das fühlt sich im Endeffekt einfach nach uns an. Here's to war, here's to power. Here's to digging your grave deeper. Wenn man Musik macht, denkt man nicht zuerst an die Verkäufe. Also, ich denke jedenfalls nicht darüber nach. Das können andere Leute machen. Aber ich glaube, wenn man Oldschool Rock'n'Roll macht, ist es wichtig, immer noch Alben auf CD oder Vinyl zu veröffentlichen. Denn das Publikum, das unsere Musik hört, kauft nach wie vor physische Tonträger. Okay, den Part machen wir nochmal. Ich starte die Aufnahme. Die Texte sind für mich immer mehr der schwierigste Teil der Arbeit. Statt als Sängerin habe ich mich immer mehr als Gitarristin gesehen. Und das heißt, die Gitarre kommt meistens zuerst. Und manchmal geht das mit dem Texten ganz einfach, aber manchmal fällt mir nichts ein. Und dann hänge ich da eine ganze Weile mit einem Instrumental-Track. Auf den ersten beiden Alben ging es textlich um die typischen Rock-Themen, also wie es ist, auf Tour zu sein, Alkohol und solche Dinge. Aber auf der nächsten Platte möchte ich etwas persönlicher werden. Bücher, Filme und Fernsehserien sind für mich ganz gute Einflüsse von außen. Für mich war Musik immer eine Leidenschaft und ein Vergnügen. Ich befürchte, wenn ich das mit wichtigen, ernsten Themen vermischen würde, verliere ich vielleicht den Spaß an der Musik. Ich denke, ich spiele eher für die Leute, die einen harten Arbeitstag hatten und dann gerne ausgehen und sich bewegen möchten, die einfach eine gute Zeit haben wollen. Ich will niemand mit irgendwelchen Problemen belasten. Es gibt ja auch Bands, die das auf eine sehr gute Art und Weise machen, aber so sehe ich meine eigene Musik einfach nicht. Seeing life through the eyes of the devil, looking for some kind of hope through your screen. Same lies, same promises. You wonder, is there anyone you can trust anymore? In this industry, women have. In dieser Branche müssen Frauen einfach härter arbeiten als Männer. Das bekomme ich auch in irgendwelchen Kommentaren auf Social Media regelmäßig mit. Da steht dann zum Beispiel, die ist doch nur berühmt, weil sie gut aussieht und weil sie eine Frau ist. Man findet alle möglichen Gründe, warum ich Erfolg habe. Und natürlich geht es da immer zuletzt ums Talent. Um denen und auch mir selbst zu beweisen, dass ich aus den richtigen Gründen da bin, wo ich bin, muss und will ich einfach umso härter arbeiten. Einfach um zu zeigen, dass ich hier hingehöre. I have my place here and I'm in my place. I'm not scared about that. Um die Zukunft der Rockmusikszene mache ich mir keine Sorgen. Okay, weder in Frankreich noch sonst wo ist Rock aktuell die angesagteste Art von Musik. Aber ich bin froh darüber, dass es viele aufstrebende Nachwuchs-Rockbands gibt. Unsere Idole von AC/DC bis zu Slash, die sterben irgendwann alle weg. Ja, natürlich nicht sofort, also noch ist es nicht vorbei, aber irgendwann brauchen wir eine neue Generation. Und ich glaube, die gibt es schon. Das ist irgendwie erleichternd.
Vielleicht kommt Rockmusik ja auch zurück, vielleicht geht es einfach nur um eine Modeerscheinung. Ob neue Rockbands nochmal die Stadien füllen werden, da bin ich eher skeptisch. Aber ich glaube schon, dass man von Rockmusik auch in Zukunft existieren kann. I can't remember.